Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Österreich. Radical Krakow, Backs Down. Warte mal. Habe ich irgendwas nicht gemerkt? Muss aber gerade jetzt erst passiert sein, oder? Fünf? Es tut mir leid, meine lieben Freunde, dass ich gerade unterbrochen wurde. Egal. Okay, meine Lieben. So, ich muss mich ein wenig orientieren, wo wir sind, was wir machen. Ich glaube, es geht ganz gut. 11 Millionen Radikale. Das sind ein Viertel der Bevölkerung. Ja, das ist sehr gut, sehr gut. Schaut wunderschön aus. 1 Million Loyalisten. Na gut. Schauen wir mal, was passiert. 19 States in Turmoil. Puh, bist du deppert? Das ist ein bisschen problematisch, ne? Unused Construction Production. So, warte mal, ganz kurz. Können wir irgendwie die Polizei verbessern? Weil, wäre natürlich supi, da ein, also zwei Schritte rauf, weil jetzt machen wir minus 60% State Penalties from Turmoil. Mittlerweile wäre das schon ganz gut. Da haben wir, glaube ich, minus 100, nehme ich mal an. Plus 2 from Bureaucracy, plus 1 from Law Enforcement. Okay. Was brauchen wir, um da rauszukommen? Bräuchten wir dann eine andere Dedicated Police? Ja, das gibt plus 2 Maximum Enforcement Institution Investment. Die Local Police gibt es ja weniger, ja. Aber plus 15% Medicals from Standard of Living. Minus 75% State Penalties from Turmoil. Interessant. Die unterdrücken die Leute schlechter als die hier. Aber dafür gibt es weniger Radicals, weil die decreasen. Wer ist dafür? Rural Folk, Intelligentsia, Armed Forces, Petite Bourgeoisie. Wer ist dagegen? Die Aristokraten. Haben gesagt, wir machen nichts gegen die Aristokraten. Außer es muss unbedingt sein. Fast so, als müsste es sein. Ah ja, ich kann mich wieder erinnern, wir haben die ersten Betriebe mit Elektrizität gemacht, gell? Elektrizität ist noch recht teuer, aber wir bauen da noch aus. Wir wollen noch mehr ausbauen. Wenn es ist. Glas ist auch recht teuer und Tools, die zwei müssen wir auf jeden Fall auch ausbauen. Maschinen werden wir nicht ausbauen, weil wir wollen das auf 50% kriegen. Wir haben noch immer increasing export value. Also, was machen wir? Nein. Gut, gesagt, brauchen wir zumindest eines oder zwei. Nicht in der Steiermark. Schlesien zwei, in Österreich eins. Dann Glas haben wir gesagt, genau.
Venedig und Böhmen. Sie gehen wir nicht ein irgendwann einmal. Und was haben wir noch gesagt? Elektrizität, oder brauchen wir gerade noch? Furniture. Ah, produzieren wir 800 zu wenig und 1400 Dings zu wenig, bis der Depp zu viel. Was haben wir da? Tee, gut, aber Tee wurscht. Da brauchen wir einen. Kaffee und nicht mehr ganz so wurscht. Wir produzieren Kaffee. Wo produzieren wir Kaffee? Ah, Trade Routes. Oh, wir haben auch Coffee Plantations. Im Blue Nile. Ah! Stimmt. Ding ist ja, Ägypten ist ja, ein Produzent und die sind in unserem Ding drinnen. Wow. Da drüben kann man u viel Kaffee produzieren. Dabei kommt er ja eigentlich von da. Na gut. Dann würde ich fast sagen, wollen wir aber noch mehr Kaffee kriegen. Naja, das sind minimalste Mengen, die es hier gibt. Halt ein bisschen das, die 20 waren aber, sind ein Tropfen auf den heißen maximal. Wein ist auch recht, das heißt, wir haben Wein von. Wein ist in den Wheat Farms. Ah, da könnte man aber noch die Produktionsmenge erhöhen. Das ist eine gute Idee. Bringen wir auch mehr Wein. Okay, warte mal. Wir haben jetzt. Gehen wir mal da rein. Möchte ich nämlich sehen, ob wir nur mehr Wein produzieren. Da produzieren wir 10 Wein und 30 Grain. Wenn ich da jetzt auf das gehe, dann produziere ich nicht mehr Wein. Schau. Schau dir das an. Ah. Heißt, diese Produktionstechnologie bringt nicht mehr Wein, obwohl ich gedacht habe, dass es noch mehr Wein bringt. Naja, kann man nichts machen. Einfach. Frucht und Zucker brauchen wir aber auch. Ohne haben wir nicht, gell? Ah doch. Und bauen wir noch Sachen aus. Wo bauen wir aus? Ah, das. Das machen wir über die Liste. Hier die Average Earnings und den Dings. Weil die haben einen Bonus auf Produktion. Perfekt.
30 Schiffe. Schon gut aus. Schon gut aus. Und 25 von 30. Braucht er so lange, neue Soldaten zu kriegen? Ärgerlich. Na gut, wir haben gesagt, wir wollen, ich glaube, wir sind schon auf dem besten Standard. Skirmish Infantry, Schrapnell-Infanterie, da kann man noch nichts Besseres, auch nichts Besseres. First Aid, ja, das ist das Beste, was wir haben. Hier wahrscheinlich auch, oder? Schaut gut aus. So, wir haben noch euch hier. Ihr seid wahrscheinlich noch nicht umgestellt, oder? Nein. Uniformed Parties. Okay. Die Sozialisten. Schauen. First Aid. Jetzt haben wir ja unser eigenes Dings. Expand Power Plant successfully completed. Hey. Gut. Zuerst machen wir mal das fertig. First Aid. Mal nachher gleich schauen, ob wir eh genügend. Ob wir eh genügend Artillerie herstellen. Dass wir uns das leisten können. Ah, Munition ist das Problem hier. Sehe ich gerade. Perfekt. Hätten wir das auch erledigt. Ich glaube, jetzt sind alle meine. In Wirklichkeit hätten wir das so machen sollen. Alle auf Shrapnel Artillery umgestellt. Mal schauen, was an. Warum noch nicht? Ja, wird schon passen. Wir machen keine Conscription, deswegen brauchen wir das. Nicht, das sind wurscht. So, da gehen wir auf das Bessere. Da haben wir noch nichts, passt. Turmoil. Also irgendjemand ist nicht mehr in Turmoil, was ich gut finde. So, importing wood from Russia. Productive, wie jetzt. Ja, aber andererseits war ziemlich sicher. So, Ammunition ist teuer. Man of Wars. Market in South Tyrol is at 57%. Really? Okay. Machen wir gleich eine U-Bahn quasi. Ja, Convoys brauchen wir auch schon wieder, das gibt's ja nicht. So, Military Goods, haben wir gesagt, Man of Wars und Ammunition. Okay. Ah. Total vergessen, dass das ja auch noch ein Ding ist.
The recent expansion of the power plant in Dalmatia has inspired faith in a future where all of Austria is electrified, unlimited power. Macht unsere Power Production besser. Oder Steam Turbine. Oder Shift Work. Schauen wir mal. Shift Work, was macht das? Plus 20 Economy of Scale Building Level Cap. Whatever. Was ist das andere? Steam Turbine. Halt hier. Und noch Coal Fired Plant for Power Plants. Leads to Oil Turbine. Aber nur 3K schauen. Was? Deine Wahl haben wir auch wieder. Perfekt. Ja, fährt ein Zug. Ey. Ziemlich friedlich gerade, finde ich gut. Aber ich nehme an, Preußen traut sich nicht mehr. Nachdem sie jetzt mehrere Male eine auf den Deckel gekriegt haben. Ah, ich hätte schauen sollen, ob es eine Forschung gibt. Ach so, haha. Auch irgendeine Forschung, um unsere Polizei zu verbessern. Central Planning. Mutual Funds. Publicly traded. Okay. Das ist Konstruktion. Pan-Nationalism gibt uns mehr Autorität, finde ich gut. Civilizing Mission? Nein. Kolonien interessiert mich nicht. Anarchism? Human Rights plus 1 Maximum Social Security. Da haben wir minus 5% Bureaucracy Population Cost. Huch. Oh. Die Sozialisten haben 0,6% Stimmen bekommen. Jetzt. Herrschaften. Puh, 10% schon. Trade Unions sind ganz schön mächtig geworden. Nicht so gut getan, dass ich so viel Ding gemacht habe. So, Typen rauszunehmen und diese hier reinzugeben und diese hier reinzugeben bringt nicht gut. Macht's auch nicht besser. Noch weniger. Furchtbar. Wenn ich diese Leute mit denen. Ey. Wir brauchen eine bessere Polizei. Das geht aber mit denen nicht. Ich weiß, ihr hasst das, wenn ich das machen würde, aber das Problem ist, ich
brauche eine bessere Polizei, weil sonst funktioniert gar nichts mehr bei mir im Land. Ich will die Liberalen nicht regieren lassen. Ja, alles kaputt. Mal abgesehen davon, ich bin nicht einmal sicher, ob die bessere Polizei durchgehen lassen. No Police und oh ja, wird gehen. Was war Dedicated? Ja, Intelligencia mag das. Das sind lauter Gruppen, die nirgends drinnen sind. Rural Folk, Armed Forces und Petite Bourgeoisie. Was spricht dagegen, wenn wir alle Parteien einfach raushauen und diese Leute reingeben? Nö. Am besten. Oh, Consumption Tax, reingehen. Wer mag das? Stockcracy. Und die Trade Unions mögen es auch. Schau was an. Quasi eine große Koalition. Okay, wenn ich das so mache, was wollte ich jetzt gerade sagen? Was habe ich gerade gesagt? Könnte ich noch besser machen? Irgendwas war. Ah, die Steuern waren es, genau. Consumption Tax. Das 50% Consumption Tax Cost. Ah, das kostet weniger Autorität dann. Change in Revenue, Current Tax. Oh. Minus 216.000. Irre. Das ist ja nicht so gut. Also wir hätten nur noch Consumption Tax Rates. Okay, nein, das machen wir auf keinen Fall. Egal, ob es die Adeligen wollen oder nicht. Das bringt den Staat um. Ja, okay, gut. Das heißt, brauchen eigentlich auch die Sozialisten nicht in der Regierung. Interessant. Na gut, keine Laws. Solange die Leute nicht revoltieren, kann es nicht so schlimm sein. Oder? Ich glaube.
Gut, was ist in Schlesien passiert? The most prominent members of Schlesien High Society have been seeing organizing luxurious parties. Let them celebrate. Ich weiß, das zweite ist irgendwie riskant. Ich bin mir nie sicher, wie viel meine Leute tatsächlich abkriegen von dem. So. Nachdem ich jetzt durch bin mit dem Bauen und nur noch die Wheat Farms habe und ein bisschen Railroad. Ah, apropos Railroad. Vielleicht. Ah, wie war das? Steuerung, oder? Ah, gut. Muss ich mal nachschauen. Wo haben wir den Turmoil überall? Da und da und da. Oi, oi, oi. Also quasi überall. Mhm. Interessanterweise nicht in Kroatien und Dalmatien. Auch nicht in Meeren und Schlesien. Aber in Deutschland ist auch ziemlich viel Turmoil. Bist du irre? Da geht's zu. So, schauen wir mal, wie hat sich der Markt verändert. Ah ja, wir haben gesagt, Munition und Schiffe bräuchten wir. Und das heißt nächstes. Gantry Cranes unlocked. One port maximum level, das ist gut. Das machen wir gleich nach den Shipyard. Die. Hier der auch. Machen wir es so. Hätten wir das. Arms-Industrie wäre auch schon besser. Wir brauchen dann mehr Tools und Steel. Oh, das ist so teuer. Oder über mehr Stahl auch, ne? Ah ja, das waren die Schiffe. Dann machen wir als nächstes die Ports. Zweimal. Dreimal. Für mehr Konvois, weil Konvois gehen uns auch aus. Und dann haben wir gesagt Munition, gell? Ah. Da ist die Munition. Wo waren wir? Was wollten wir?
Mist. Ammunition, das Wort. Und zwar brauchen wir das nicht. Weil Stermark hat keine Leute mehr. Und die sind noch nicht mal voll hier. Und Tirol wird auch bald voll sein. So viele Leute gibt es noch nicht. Okay, Agrarianism hat ein bisschen Radikalität, aber Oligarchie hat keine wirkliche Radikalität. Beides eigentlich. So schlimm ist es nicht. Ich meine, wenn außenpolitisch nichts passiert, ist es eigentlich ziemlich dahin plätschern. GDP steigt auch schön. Perfekt. Ja, noch immer mehr. 11,4 Millionen Zahlen. Irre. Irre. So viel Unzufriedenheit in unserem Land. Was kann man dagegen nur tun? Waffen. Ich meine, ich will auch außenpolitisch nicht viel machen. Wir haben auch immer Infamy. Nicht allzu viel, aber doch. Und das Problem ist, nachdem alle Papiere alt davor sind zu rebellieren, mag ich nicht irgendwie große Schlachten führen mit anderen Leuten. Jetzt also nicht spielen mit uns. Mal schauen, ist noch gestiegen eigentlich. Tatsächlich ist gestiegen. Es traut auch keiner irgendwas zu machen, weil alle aufeinander lauern. Wir machen quasi. Schauen wir mal, ob wir diplomatisch irgendwie was erreichen könnten, weil so Agreement. Das ist genau 50 Influence. Oh, Hessen würde auch machen. Hessen auch möglich, wa? Halt. Nope. Nur Hessen schon. Was haben die mir mal? Haben die einen Überschuss an Sachen, die wir nicht haben?
Schon mal. Wie kann ich mir deren Markt anschauen? Irgendwie ist es gegangen. So, das ist mein eigener Markt. Unsere Members. Ah, da ist der Hessische. Munition produzieren sie über, aber praktisch nicht. Wobei, wenn sie zu uns in den Markt kommen, würden sie das Zeug an uns verkaufen und würden mehr produzieren. Oh, sie haben eine T-Route. Das würde auch unseren T-Preis reduzieren. Produzieren sie auch viel, das würde unseren Preis auch reduzieren. Okay, aber Tools zum Beispiel haben sie zu. Nee. So, nein, produzieren sie auch viel, finde ich gut. Motoren, Fertilizer, leider nicht Dings, leider nicht. Und da. Da würden sie uns was kosten. Da würden sie uns bringen. Also. Ah ja, gut, sollte. Fragen Sie mir, fragen wir Sie mal. Also Trade Agreement ist ja noch gar nicht der Markt der gemeinsame. Na gut. Oh, Chase. Open Hearth Process. Unsere E-Mails könnten wir besser machen. Oh, und ich sehe gerade. Wir haben wieder einen Kampf, diesmal vom Papst mit zu sehen ist. Finde ich gut. Ne? Gut. Auf jeden Fall mal sagen, wir sind auf jeden Fall sehr pro gegen Resistenz. Gut, und dann machen wir doch glatt mal die Mobilisierung von ein paar Truppen. Euch mobilisieren wir und euch mobilisieren wir. Mobilisieren wir. Wobei du bist der gute Angreifer, nein. Bist du Verteidiger, du kommst daher. Und du bist daher. Was ist denn Ding? Was wird da verlangt von denen? Schon wieder War Reparations, ist egal. So Fahrt.
Frankreich ist dabei. Komm schon, bietet mir auch was an. Ich will auch mitmachen. Ich habe jetzt eh schon Teil mobilisiert. Naja, okay. Wir machen das weiter, weil, ja, bis später. Oder? Ja. Es ist ein Kind heimgekommen, um das muss ich kümmern. ja, das nächste Mal fangen wir quasi mit zwei Konflikten an. Bis dann. Tschüss.